Der Herr Schlutterbauer hatte eine Frau, die ist verstorben. Und seine Tochter lebt bei Elsa Pleinach. Das ist die Großmutter. Tja, er rückt das Kind nicht raus. Schon seit 9 Jahren. Das ist Anna. Und ja, dabei denken wir alle, dass die Anna einen Dämon hat in sich. Meine Großmutter hat mich im Stich gelassen. Sie mag mich nicht mehr. Ich bin böse auf sie. Und ich bin der Bischof und stelle mich immer so. Sie hat dich nie gemobbt. Sie hat dich benutzt als Werkzeug für ihr teuflisches Treiben. Und dabei geht es auch darum, dass die Anna vom Teufel befreit wird. Unter Anführungszeichen. Anna? Hast du deine Unruhe sonst noch gemacht? Für irgendwelche Tiere? Vielleicht mit Schwarzen? Sie hatte mal einen schwarzen Hund gebadet. Ha! Den Teufel! Dann haben wir noch die Elsa Pleinacher. Also sie ist diejenige, die eigentlich, man glaubt, dass sie von der evangelischen Kirche kommt, und dabei geht es, dass man damals noch früher vom katholischen Glauben dachte, ja, die Evangelien, das sind alles Hexen und das ist die falsche Religion. Elsa ist eine komische Frau, eine Eigenbrötlerin, integrationsunwillig. Wahrscheinlich waren ihre Vorfahren Moslems oder Juden. Einmal im Winter habe ich sie mit einem Kopftuch rumlaufen gesehen, wie eine Mohammedanerin. Gott bewahre. Sie ist evangelisch. Was? Das war her! Eine Ketzerin! Und ja, und die wird am Ende verbrannt, obwohl sie eigentlich gar keine Hexe in Wirklichkeit ist. Ich bin der Bischof, ich bin eigentlich ein ziemlich geiziger Typ. Und mir geht es darum, nur dass ich die Evangelien eigentlich fertig mache, quasi. Wahrheit ist eine Wahrheit. Und wir haben das Geld. Und ja, das ist es eigentlich.